Mein Name ist Anna Bogatkina. Ich habe gerade meinen ersten Roman veröffentlicht. Darin geht es um eine Moderedakteurin, Candy, die für ein großes Verlagshaus arbeitet und bemerkt, dass ihre Träume sich in Albträume verwandeln und die große, tolle Glamour-Welt nicht so ist, wie es am Anfang scheint. Candy ist Münchnerin und 26. Sie fängt ihren ersten Job gleich als Moderedakteurin an. Sie hat 10 Jahre lang darauf hingearbeitet, alles Mögliche dafür gemacht, die Fashion Weeks besucht, Modedesign studiert und wollte schon immer zu Insider. Als sie allerdings dort ist, merkt sie, dass es nicht darauf ankommt, wie gut sie arbeitet oder wie hart sie arbeitet, sondern nur, wie sie aussieht, dass sie auf High Heels vorankommt. Jeden Tag gerät sie von einer Intrige in die nächste und die Chefredakteurin ist einfach unberechenbar, man kann es ihr nicht recht machen. Am Anfang ist sie naiv und lässt sich Dinge gefallen, die sie später nicht mehr gefallen lassen möchte und dann spinnt sie selber Intrigen, denn sie hat ja ein wichtiges Ziel, sie möchte auf die Fashion Week in New York, unter anderem. Mein Roman hat einen autobiografischen Bezug, ich war selbst Redakteurin bei einer großen Zeitschrift und jeden Tag ist so viel Verrücktes passiert, dass ich dachte, ich schreibe das erstmal nieder, für mich, um was festzuhalten, wie absurd eine Modewelt sein kann und dass alle in ihrer eigenen Seifenblase leben. Es hat gar nichts mit der Realität zu tun und dass es einfach für mich als eine Art Therapie war, es niederzuschreiben, weil es mich wahnsinnig belastet hat in der Zeit. In einem Roman wird beschrieben, wie so ein Redaktionsalltag aussieht, wie ein Fotoshooting aussieht, was dabei passiert. Ja, und es ist, was bei der Fashion Week passiert, das ist eigentlich ganz witzig und realitätsnah. Der Leser begreift, dass das ein hartes Pflaster ist und dass man immer präsent sein muss und immer bereit, 100% zu geben. Und dann kassiert man Anschiss für gar nichts. Und das ist nicht wie in einer normalen Berufswelt, dass man wirklich nach Leistung belohnt oder bestraft wird, sondern dass es einfach ein Glücksrad ist und es dreht sich. Jeder, der mal in seinem Beruf irgendwie nicht mehr weitergekommen ist, Anschiss grundlos kassiert hat, ehrgeizig war, Rückschläge erleiden musste, nicht mehr wusste, wie ihm geschieht, weil der Chef ihn fertig macht, ich will ihm sagen, er ist nicht allein.